Moin Leute und herzlich willkommen hier zum Finale quasi in der Juniorliga. Und ja, wir haben noch Riesenslalom und Slalom, die beiden Weltmeisterschaftsläufe noch vor uns. Und da wollen wir uns mal drum kümmern, dass wir die möglichst auch gewinnen. Also bei dem Riesenslalom bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das hier zu gewinnen ist. Aber bei dem anderen, bei dem normalen Slalom, ach, versuchen wir es hier ruhig nochmal. Das kann schwer werden. Also der letzte Slalom war nicht ganz so schwer, deswegen haben wir den gewonnen. Das war das erste Mal überhaupt, dass ich den mal gewonnen habe. Als ich das Spiel hier das erste Mal vor einigen Jahren gespielt habe, oder vor 5 Jahren oder wie auch immer, da habe ich es nicht geschafft. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier jetzt mal über 105 kommen. So, ich bin hier hart am Kämpfen, aber irgendwie, jetzt ist sowieso vorbei. Gucken wir mal. 207, aber irgendwann werden wir es schon schaffen. Gut, so, dann geht's direkt weiter mit dem Training und dann geht's ab auf die Piste zum Riesenslalom. Kranjskogora, sehr bekanntes Gebiet, da ist auch jedes Jahr ein Wettkampf und gut, dass es nicht ruckelt. Ah ja, und es regnet, ist ja auch mal interessant. Also, auf geht's. Ja, und ich werde versuchen, nicht so viel zu riskieren wie beim letzten Mal. Da haben wir wirklich, ich glaube, pro Durchgang 2 Tore verpasst. Das sind dann 4 Sekunden Strafe. So, da ist schon das erste. So, jetzt müssen wir aufpassen. Da vorne geht's weiter, okay. Aber trotzdem sind wir eigentlich so gut unterwegs, dass wir das noch kompensieren können. Aber, wie gesagt, in der nächsten Liga wird's dann noch ein bisschen schwerer. Boah, und das Ruckelteils hier, ey. Dieses Spiel, weil das halt so ein bisschen älter ist und dann Windows 7 und so, das ist irgendwie doof, aber lässt sich leider nicht vermeiden. Muss man sich so ein bisschen drauf einstellen. Dann passt es auch so und ab durchs Ziel und es ist der erste. Also den ersten Lauf haben wir hier gewonnen, da wir ja letzter Starter sind mit der Startnummer 1 durch unsere Weltcup-Platzierung im Gesamtranking. Wissen wir dann auch, dass das dann reicht. Jetzt müssen wir einfach nur den Fedori schlagen und dann haben wir hier die Weltmeisterschaft gewonnen. So, auf geht's. Oh. So, immerhin haben wir hier noch eine gute Aufgabe. Hier unseren, das ist quasi immer so der Schatten, der da mitfährt. Das ist so der beste Lauf, den wir hier auf dieser Strecke hatten. Und den können wir immer noch versuchen zu schlagen. Also wir sind derzeit nicht ganz so gut wie beim letzten Mal, aber wenn man mal 2-3 Tore innen richtig gut mitnimmt, dann ist man wieder relativ schnell. So, großer Vorsprung, 3,5 Sekunden. So, jetzt sind wir hier so ein bisschen spät dran. Aber jetzt geht es hier noch einmal ein bisschen steiler zur Sache, aber danach haben wir es dann ein bisschen flacher und dann sollte es auch ohne Probleme mit großem Vorsprung hier der erste Platz sein. Jawohl, 5,5 Sekunden, das sind natürlich Dimensionen hier, aber wie gesagt, spätestens dann in der nächsten Liga, aber vor allem in der Profiliga, wo wir dann drauf zusteuern, wird es dann besser sein. So, das haben wir also auch gewonnen, die Meisterschaft. Und das heißt, wir haben hier wieder alles abgesahnt. Das ist auch gut. Dann haben wir hier das wirklich alle Achievements in einem Durchgang mitgenommen. Dann führt uns das nicht in Versuchung, irgendwann nochmal hier mitzufahren, weil wir hier halt Achievements holen wollen, die uns vielleicht entgangen sind. Also, dann haben wir das hier wirklich komplett abgeschlossen. So, Motivation +2, alles klar, Game Show, bla bla bla.
So, wir können auch mal gucken hier. Auszeichnungen, die wir hier haben. Kann man denn überall nachgucken hier. Juniorliga, Amateur haben wir natürlich noch nichts hier. Cup, Meisterschaft. Und dann kann man hier die einzelnen Disziplinen angucken. Slalom fehlt noch. Der kommt jetzt nämlich als nächstes. Und Aufgaben, das sind dann hier Achievements. Fehlerfreier Slalom, Goldmedaille in der Amateurliga, Profiliga, das ist klar. 10 Medaillen, das kommt halt alles noch dann später. Noch ist ja unsere Karriere relativ jung. So, dann wollen wir mal wachsen. Training können wir mal gucken. Springen Sie weiter als 110 Meter, alles klar. Versuchen wir es wieder. Und dann gucke ich gerade mal, wo man da am nächsten besser am besten springen kann. Also ich denke mal, wenn wir den ersten Sprung gefunden haben, dann ist das auch okay. Aber wenn wir den jetzt nicht schaffen, dann können wir es eigentlich abbrechen, weil danach kommt keine Möglichkeit mehr. So, ist jetzt die Frage, wo geht's lang? Versuchen wir es mal hier. Nee, das war ja gar nichts. Autsch. Das hat bestimmt wehgetan. Nee, den können wir schon abbrechen. Okay, dann müssen wir beim nächsten Mal fahre ich einfach links rum. Ohne diesen Sprung da in der Mitte. Und dann schauen wir mal, ob das dann Erfolg bringt, wenn man einfach den regulären Weg nimmt. Aber irgendwie bezweifle ich das. So, also, da steht es dann bevor. Der Slalom in Kranjska Gora. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, ob wir das jetzt wiederholen können, den Sieg im Weltcup-Rennen beim letzten Mal. Aber ich weiß es nicht. Das ist halt nicht so einfach, wie es aussieht vielleicht. So, auf geht's. Oh, da hat es gerade ein bisschen geruckelt, das ist dann natürlich blöd. Eieiei, schon wieder. Wir müssen halt immer, wichtig ist, dass man hier immer so ein bisschen im Rhythmus bleibt. Oh, joi. Nicht zu hektisch. Alter, und jetzt sind wir raus. Na, kriegen wir es noch ohne Disqualifikation? Nein. Also immer, wenn es so ein bisschen anfängt zu laggen, auch so, klar, kann das jetzt nicht alles auf die Lags schieben, aber manchmal fängt das Spiel an zu laggen und das ist dann halt immer so ein bisschen blöd. So, damit sind wir leider komplett raus. Auch im zweiten Durchgang dürfen wir nicht mehr starten und dann hat zumindest auch mal jemand anderes hier die Chance, Erster zu werden. Der Schmied hat's gemacht. Schade. Wirklich schade. Okay, lässt sich aber nicht vermeiden. Nicht so wild. Gut, so, damit ist das Jahr beendet. Hier sehen wir es. Wir können dann quasi das Jahr beenden. Ja, erster Platz. Dafür bekommen wir nochmal 10.000 on top und 1.000 Erfahrungspunkte. Das ist der goldene Pokal, den wir gewonnen haben. Und wir haben die Zulassungsbedingungen für die nächste Liga erfüllt. Das heißt, wir können dann quasi, zack, Karriere, neu, hier Amateurliga. Denn wir haben ja hier jetzt unsere Zulassung für die Amateurliga. Und dann können wir hier nämlich jetzt starten. So, hier können wir nochmal ganz kurz schauen. Hier haben wir dann deutlich mehr Events. Da haben wir schon auf zwei Seiten das verteilt. Am Anfang natürlich die ganzen Cups. Am Ende dann die Meisterschaften, beziehungsweise dann die Finalläufe dann, die letzten Cup-Rennen, wo es dann halt um die Gesamtwertung auch geht. So, ansonsten ja, können wir hier jetzt quasi uns für die Stufe 2 die Zulassung holen, für die Stufe 3 für die Profi-Rennen, damit wir dann in der nächsten Saison direkt dann auch bei den Profis starten können. Wir können uns eben nochmal ganz kurz einen Wachser raussuchen. Ja, hier sind die auch schon deutlich teurer, aber auch deutlich besser. Ich denke mal, der hier, ja, wobei, ich glaube, so wichtig ist es auch noch nicht. Nehmen wir ruhig den hier, der kostet nur 600, das ist schon okay.
So, und dann können wir beim Training, suchen wir uns nochmal einen guten Trainer raus. Auch die sind natürlich schon ein bisschen teurer, aber wie gesagt, das gibt auch schon ordentlich Kohle, wenn man jetzt hier gewinnt. Ja, die sind alle gar nicht so unterschiedlich von der Leistung her. Also da können wir echt auch Geld sparen und hier diesen Janosch Stoistri kaufen. Engagieren natürlich, nicht kaufen. Ist ja kein Sklavenmarkt. Gut. Ja, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann hier in der Amateurliga weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Also die ersten beiden Events, die wir machen, ist dann Riesenslalom und Riesenslalom. Danach dann Slalom, Abfahrt und dann Super-G, Super-G, Ablauf, Slalom und so weiter und so fort. Wäre schön, wenn ihr dann in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid, Leute. Macht's gut. Bis dann.